So, und da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Ist auch da oder so. Ja. Ich muss hier noch eine Menge schließen. Ich habe nicht so viel schließen können, als du nicht da warst. Warum würde ich eine Ausrede erfinden? Wer bin ich denn, Rainer? Wer? Keiner? Kenne ich nicht. Rainer Kaltmund? Der erfindet keine Ausreden. Der kommt mit seinen Jungs. Von Flüche.de. Wir versprechen, was andere halten. Ich hatte heute früh schon wieder den Kotzreiz. Was? Den Kotret? Den Kotzreiz. Den Kotret. Kann jetzt sein, weil ich da gespült habe, was da schon 3 Tage lang drin stand. Kann aber auch sein, dass ich mich einfach zu sehr da aufgeregt habe in dem Moment. Gut. Weil, ne, ich spüle da die ganze Zeit und aus irgendeinem Grund geht der Schaum da einfach nicht weg. Ich kann da Wasser drüber halten und sonst alles, der Schaum geht nicht weg. Und ich denke mir, geh jetzt weg, du scheiß Schaum. Gut. Und tut er Dann halt hast du nicht. Schaum. Ich will keinen Schaum an meinem Geschirr noch dran haben, wenn ich das gerade abgespült habe. Dann gehe ich da immer wieder drüber mit dem Schwamm, mit Wasser und sonst alles. Geh doch Am mit einem Ende ist da Fetzen oder mit einem trockenen. dann immer die ganze Zeit noch was drüber. Geh doch mit einem trockenen Fetzen dran. Ich habe keinen trockenen Fetzen. Was bin ich, so ein armer Schlucker wie du? Hä? Warum bin ich arm, wenn ich was zum Abtrocknen von Geschirr habe? Und ein Fetzen hast. Ein Fetzen kann man nur haben, wenn man mal was Ganzes hatte, was jetzt zerrissen ist. Nee. Doch. Nee, sprachlich ist ein Fetzen auch einfach ein Stück Stoff bei uns. Das spiegelt auch nur eure armen Verhältnisse wieder. Es. Was nur, weil ihr alles von uns nehmt und dann beschwert, dass wir euch die Schuld dafür geben. Wir hatten schon immer mehr als ihr. Nazis zum Beispiel. Nee, davon haben wir weniger als ihr. Würde ich jetzt mal pauschal sagen. Einfach schon aus dem Grund, weil das bei euch ja scheinbar als gut angesehen wird. Der Land schon mehr, weil er mehr Einwohner hat. Haben mehr Leute, die dagegen sind. Aber auch wer die dafür sind. Sind alte Leute, die sterben eh. Und dumme Jugendliche, die keine Ahnung haben, was die da überhaupt wählen. Ja, ne? Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann als Jugendlicher. Als Erstwähler dann zu meinen, AfD. Dann wähl Dann doch ist bitte gar nicht. es ach. Lass es doch einfach. Ich Ja. meine, im Moment läuft da ja gerade sowas von wegen Verbot für AfD. Das wollen die ja durchbringen jetzt. Das. Ich glaube nicht, dass es sonderlich viel bringen wird, weil, ja, klar kannst du die Partei verbieten, aber dann machen die einfach eine neue. Ja. Also das hält die jetzt nicht auf. Spiel hängt. Dennoch sollte man da halt gucken, das sind halt Leute, die einfach fucking rechtsextrem sind. Die sollten nicht in der Politik sein dürfen. Das ist einfach nicht erlaubt. Ja. Und du kannst mir nicht sagen, dass Rechtsextremismus weniger schlimm als Linksextremismus ist, wie es oft von der CDU behauptet wird, aus irgendeinem Grund. Gut, weil das rechte Deppen sind. Ja, die meinen aber, die sind Mitte. Leute, die sagen, die sind Mitte, die sind meistens rechts. Oder haben keine Ahnung im Moment, was Politik überhaupt bedeutet. Das habe ich nämlich am Anfang auch gesagt, dass ich in der Mitte bin. Ja, ne? Da war ich noch jung. Jetzt bist du ein Senior.
Ein Senior, Senior, Junior. Genau. Wir müssen wohl jetzt jedenfalls damit leben, dass das Spiel hier in der Ecke laggt. Ich weiß nicht, ob es woanders auch noch laggen wird. Gute Frage. Weil eigentlich ist das hier dann ja nicht mehr geladen. Ja. Wie shit der Vogel da grad. Hä? Der hat halt grad so viele andere Vögel hinter sich hergezogen, aber war im Endeffekt ein einzelner. Gut. Ich? Ja. Der hatte wieder diesen komischen Hinterherzieh-Bug. Ich? Diesen Darstellungsfehler. Gut. Da hast du doch schon mal mit Billy Boy drüber geredet. Kann ich nicht dran erinnern. Vögel fliegen hier ja immer so. Also entweder siehst du die normal hier rumfliegen, oder die ziehen nochmal so ein After-Image von sich selbst hinter sich her. Und der hat halt gerade so viele hinter sich hergezogen. Gut. Wenn ich nicht darüber gucke, was wir da gebaut haben, wie viele Frames ich da plötzlich habe. Ja, ne? Ich sehe ja nicht mal irgendwas jetzt gerade davon. Ja, ne? Ich liebe meine 10 FPS hier. Ich hab mehr. Glaube ich. Du hast auch einen Ultra-PC. Ich hab mir einfach gedacht, was kostet denn am meisten von den ganzen Sachen? Ja, kann ich mir leisten, fertig. Leistenbruch. Was ist das, Virginia, einen immer ohne Grund nachher hast, weil du irgendwen angreifst von uns? Aber ich hab da nicht mal auf irgendwas geschossen. Du hast Kevin zu Boden geschossen. Wir haben's alle gesehen. Das war dann doch danach. Nein, das hast du vorher gemacht. Der lag am Boden, nachdem du da hingeschossen hattest neben ihn. Ja, nachdem ich wo komplett anders hingeschossen habe. In die gegengesetzte Richtung. Weil Kelvin ein dummes Arschloch ist. Jetzt macht Kelvin gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wahrscheinlich unterm See oder so. Urlaub. 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 In the middle of the street. Urlaub. Ich habe heute irgendwie 10 Stunden geschlafen oder so. Ich irgendwie 3. Du wolltest deswegen hiernach schon wieder abhauen. Ja, genau deswegen. Weil ich müde bin. Um dann keine Ahnung was zu tun. Mein Holz ist verschwunden, weil du hier irgendwas gemacht hast. Ich mach nicht. Ich baue nur. Ich baue nur. Lakoderm. Mein lieber Lakoderm.
Was war ein Plakoderm nochmal? Ich höre das Wort gerade zum ersten Mal. Es war auf jeden Fall irgendeine Art von Lebewesen. Gut. Wenn in einem Dschungel Herbst wird, ist der dann Urlaub? Nein. Aber das ist doch der Urwald. Keine Ahnung, hier ist jedenfalls wieder alles falsch. Oder ist das hier wegen Fuck? Nee. Okay, dann mach ich's weg. Fuck war doch da weiter östlich. Keine Ahnung. Ich will ein Real-Life-Clash von Glaciola, also richtige Größe. Gibt's doch bestimmt auf Etsy. Ja, aber das kostet 300 Euro oder so. Das kostet doch. Und dann sagt meine Mutter, nein, dafür darfst du dein Geld nicht ausgeben. Warum sagt bestimmt deine Mutter, für was du dein Geld ausgibst? Ist sie dumm? Das macht die einfach. Die sagt, wenn ich irgendwo für Geld ausgebe, was die nicht mag, dann ist das falsch. Du bist ein eigener Mensch. Scheiß drauf, was die sagt. Ich bezweifle mittlerweile irgendwie, dass ich wirklich mein eigener Mensch bin in letzter Zeit. Gut. Weil eigentlich darf ich ja nicht mal wirklich drüber entscheiden, wie genau ich mein Leben leben will, ne? Die Wohnung, wo ich hier jetzt bin, da habe ich mehrfach gesagt, nein, ich möchte doch nicht, ich möchte wieder zurück. Und jetzt wurde die einfach gekauft. Gut. Ich habe mehrfach gesagt, hey, ich möchte nicht mehr arbeiten jetzt. Ich möchte lieber was anderes finden, wo ich da jetzt was machen kann. Nein, du musst arbeiten, du musst einen Real-Life-Job haben, weil... Nee. Ich denke drüber nach, gerade ob ich vielleicht irgendwas zeichne oder so und damit dann Geld verdiene. Ich hasse das zwar total, so Geld zu verdienen, weil ich will mich nicht daran binden, wenn jemand anders da meint, hier, mach das mal so und so schnell fertig, ich möchte das dann da haben. Und ständig diesen Hintergedanken im Kopf zu haben. Aber ich finde das 100-mal besser, als jetzt irgendwo in irgendeiner Firma zu sitzen mit Leuten, die mich nicht als Mensch schätzen oder sonst irgendwie. Ja, ne? Wo ich dann einfach nur so ein fucking Punkt da drin bin, aber das ist halt keine Entscheidung, die ich treffen kann, ne? Das wird einfach für mich getroffen. Du brauchst halt mehr Durchsetzungsvermögen. Ich glaube nicht, dass das mit Durchsetzungsvermögen zu tun hat. Das hat einfach was damit zu tun, dass du wirklich keine freie Meinung haben darfst. Wir tun immer so, als hätten wir alle eine eigene Meinung und sonst alles, aber das stimmt gar nicht. Wir nehmen einfach immer nur von irgendjemand anderem was an. Ich nicht. Du auch. Nö, von wem nehme ich was an? Von ziemlich allem, was du dir da anguckst. Was? Du erzählst mir von Sachen, die du dir angeguckt hast. Allein dadurch würdest du doch schon beeinflusst werden. Aber nicht die fucking Meinung von irgendwas komplett übernehmen, ohne... So eine eigene Meinung gibt's halt eigentlich nicht mehr. Wir werden alle gesteuert irgendwo. Wir glauben, wir wollen das auch wirklich so haben, als wenn es so wäre, als dass wir jetzt hier selber Entscheidungsgewalt haben, unsere Entscheidung irgendwas in irgendeiner Form wichtig wären, aber das stimmt nicht. Guten Tag, Monsun. Guten Tag, Monsun. Ja, sagst du doch letztendlich, wir werden alle gesteuert von irgendwas. Guten Tag, Konstrukt. Guten Tag, Monsun.
Du kannst halt keinen Weg laufen, den nicht vorher schon jemand gelaufen ist. Ja, das nicht, aber man kann sich seine eigene Meinung zu dem Weg bilden. Die Person wahrscheinlich auch schon hatte. Also. Ich meine, ja, aber das heißt nicht, dass man den dann wegen der Person hat. Nur wenn man auf das gleiche Ergebnis kommt, heißt es das nicht, dass man das gleiche Ergebnis wegen dem vorherigen Ergebnis hat. Alles in deiner DNA, du kannst dem nicht entrennen. Das ist das Assassin's Creed. Warum liegt da ein Stein auf dem Holz hier drauf? Ist er gewachsen? Wollen wir bennen gehen? Okay. Hier hinten. Okay. Aber du hast halt wirklich nicht wirklich eine Entscheidungsgewalt über das, was du da tun willst. Du wirst immer wieder in diese Richtung gedrückt, Welche Richtung? wo andere dich haben wollen. Allein schon wegen solchen Systemen wie Geld und so weiter. Du wirst ja, das habe Du ich. denkst, wieso denkst du, bin ich kein Anarcho-Kommunist? Deswegen habe ich ja in der letzten Session irgendwas gelabert von, wie sagt man das? Das Leben ist eigentlich auch so, ein In-App-Kauf. Gut. So DLC und so weiter. Weil, ja klar, du könntest sagen, ja hier, ich habe mir jetzt eine Wohnung gekauft, das ist eine Anlage oder sowas. Kannst auch einfach sagen, das ist eine Subscription. Genauso wie mit einem Auto. Du hast zwar jetzt die Möglichkeit, damit rumzufahren, aber eigentlich gibst du dadurch nur mehr Geld aus, bist dadurch dann noch mehr auf Arbeit angewiesen, um mehr zu verdienen und eigentlich machst du es dir nur noch schlimmer dadurch. Wie gesagt, hat einen Grund, warum ich ein Anarcho-Kommunist bin. Und deswegen sind wir alle nicht frei. Und dann guck dir die Amerikaner an, die meinen, dass die frei wären. Die haben noch weniger Geld als wir. Aber Geld zu haben heißt nicht Freiheit zu haben, wenn überhaupt im Gegenteil. Ich meine, wir können uns mehr Freiheit in Anführungsstrichen kaufen als die. Wenn sich Freiheit kaufen muss, dann ist das keine Freiheit. Das siehst du doch mal. Deswegen schreibe ich auch Freiheit in Anführungsstrichen. Affen sind frei, irgendwelche Tribal-Leute Glaubst du, die sind im Dschungel frei? sind frei. Ja, die nicht in einem Ich Zoo glaube, die sind. sind alleine durch unsere Existenz schon nicht mehr frei. Die sind mental frei. Mental bist du auch frei, wenn du Weed nimmst. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum Leute das nehmen. Kann ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen, als Mensch, der keine Drogen nehmen wird im Leben. Du hast Koffein genommen früher. Alter, hier kein drogenes Menschen Leben. ändern sich, Potter. Zucker ist auch eine Droge. Nee, Zucker ist keine Droge. Das würdest du jetzt sagen, wenn du so ein Bayern-Typ wärst, der auch meint, ja, das ist Lebensmittel. Ich meine, Zucker ist ein Lebensmittel. Ja, Alter. es hat einen Effekt, wenn man fucking zu viel davon im Körper hat, aber das ist auch bei fucking Eisen und so der Fall. Bei Blut. Wenn man zu viel Blut im Körper hat, dann platzt man. Wieso glaubst du, gibt es Leute, die so auf Blutspenden gehen? Weil die Leuten helfen wollen. Und zwar sich selbst, als sonst platzen die doch.
Bist du die Ma-Einrichtung? Ich dann sag es doch einfach. Es ist ein Wort, das ist easy zu sagen. Warum fühlt sich das jetzt gerade ein bisschen flüssiger an, nachdem ich hier in die Löcher was rein tue? Keine Ahnung, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.